Was mit dir passiert, ist nebensächlich. Für mich zählt nur das eine. Ich will die Finsternis. Niemals habe ich um die Finsternis gebeten, bis sie mich verschlang. Ich habe nun alle Macht und konnte doch nicht retten, was ich liebte. Es gibt kein Entkommen. Dem Schicksal kannst du nicht entfliehen. Mein Name ist Jackie Estacado und dies ist meine Geschichte. So, wenigstens habe ich wieder ordentliche Schuhe an. Lucky Mannequin. Das klingt genau nach meinem Laden. Na, hier sieht das ja echt freundlich aus. Diese ganzen Ratten. Keiner da? Kenne ich dich? Wohl kaum, Chef. Sonst wüsstest du es. Ich muss dich filzen, harter Junge. Dann filz mich mal, Freund der Sonne. Ja, genau. Arme seitlich ausstrecken. Das ist ein friedlicher Schuppen. Keinen Ärger. Hast du eine Knarre dabei, Sportsfreund? Wer, ich? Um die Party zu versauen? Yes, sauber. Geh rein. Einen schönen Abend noch. Vielen Dank, Arschloch. Hey. Gleich durch die Tür da. Genau. Dann gehen wir einfach mal rein. Lass deine Träume wahr werden. Werde ich machen. Ich werde es mir anschauen. Was du brauchst, ist eine Schicht, in der du mal nicht einpennst. Die Kunden, nun die meisten Kunden, mögen keine schlafenden Nutten. Wie unmöglich. Du wolltest doch was zu wach werden. Tut mir leid, aber jetzt siehst du ziemlich wach aus. Oh, hallo Süßer. Hi. Du siehst nicht aus wie Venus. Mann, die ist ja voll drauf. Und ihr? Oh, nehmt euch ein Zimmer. Warum bestrafst du mich nicht? Ja, Baby. Hi. Hi. Und du? Hallöchen, Baby. Lust auf eine schöne Zeit. Ach schon. Ich glaube, wir werden eine sehr schöne Zeit haben. Du musst Venus sein. Ich bin Jackie, Vinnies Freund. Tja, Vinnies Freunde sind auch meine Freunde. Wieso kommst du nicht mit in mein Zimmer? Ich glaube, ich kann da was ganz Besonderes für dich arrangieren. Komm mit, Hübscher. Das klingt gut. Ja. Jetzt nicht. Schön habt ihr es hier. In diesen Aufzügen gibt es keine Kameras, aber wir haben nicht viel Zeit. Ich habe Vinnies Kanone in meinem Zimmer versteckt. Wenn die Kerle sie finden, bringen sie mich um. Die machen keine Spielchen, Jackie. Das sind echt abgefuckte Leute. Die sind total durchgeknallt. Versprich mir einfach, dass du mich nicht hängen lässt, wenn was schief geht. Du musst also schnell in den zweiten Stock. Hörst du mir zu? Ja. Verstanden. Ich bin voll da. Also los, da lang. Ich bin voll da. Oh. Die sind dort auch schon beschäftigt. Ich hab vieles, worauf die Mädels stehen. Mehr sag ich gar nicht. All dieses köstliche Leid. Ich meine doch nur, wir sollten uns beim Management beschweren. Hast du diesen neuen Kerl gesehen, den mit dem Buckel? Willst du dieses Monster nach einer Gehaltserhöhung fragen? Ich dachte mir, du könntest ihn fragen. Du bist in solchen Dingen besser als ich. Sehr angenehme Atmosphäre hier. Mit diesen ganzen Baseballschlägern und so. Kommt man sich fast vor wie im Stadion. Ich hab was für dich. Sie haben die beiden oberen Stockwerke abgesperrt. Wir dachten, die drehen da oben einfach Pornos, aber dann ist Chantal hoch in den zweiten Stock zu diesem Buckligen und seit einem Monat haben wir sie nicht mehr gesehen.
Das klingt nicht gut. Hier, das ist von Vinny. Danke. Und jetzt finde diese Arschlöcher und verpass ihnen eine von mir. Baller Quasimodo die Birne weg und erlöse uns alle aus diesem verfluchten Elend. Mach ich Kleines. Ich werde mich um die ganze Bande kümmern. Ich hasse diese Scheißstadt. Geht gut los hier, einer nach dem anderen. Wollen wir noch mal schauen, was hier so abgeht. Hallo Leute, oh, ein unbenutztes Zimmer. Leute, Leute. Friss Scheiße und stirb, Jeff. Scheiße. Friss lieber dein Herz als deine Scheiße. Hey, ne? Hier haben die auch keinen Spaß mehr. Tja, den Manager haben wir auch erledigt. Das kommt davon, wenn man seinen Mädels nicht genug Crack anbietet. Du bist so widerlich, Kleiner, das gibt's gar nicht. Oh, das ist wieder so eine Extra-Leuchte. Das müssen wir jetzt anders lösen. Können wir da oben irgendwie... Ja, verschlossen, ich weiß. Kommen wir da jetzt irgendwie hoch? Kommst du an den Lüftungsschacht ran? Okay, ich brauche deine Hilfe. Mach mal die Augen zu. Oh. Moment, was hast du getan? Netter kleiner Trick, oder? Jetzt siehst du, was ich sehe, stimmt's? Wie ist die Aussicht? Nicht wissen. Kurz, dann mal los. Hört ihr das, Brüder? Das ist der Schrei der Bestie, die sich... Der Gral wird sie halten. Sobald wir alles haben, gehört die Welt uns. Bruder Victor hat den Gral gefunden. Der Gral war verloren, doch Victor hat die ganze Welt durchsucht. Jahrelang. Er gehört der Bruderschaft. Und mit ihm werden wir die Welt vor uns zittern lassen. Na, das werden wir doch sehen. Was soll das? Öffne die Tür. Und ich frage ihn persönlich. Sünde produziert die Essenz der Finsternis, die uns Kraft verleiht. Und Sünde ist profitabel. Ja, klingt eindeutig übel. Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Was machen die mit dem Kreuz? Was habt ihr vor? Wir sind ihre Kinder. So, so. Verschwinde hier. Dann schauen wir doch mal, was wir jetzt alles machen können. Können wir noch da oben? Wenn du etwas natürlich nicht. Was nicht dir gehört, verbringst du die Ewigkeit in der... Warte noch kurz. Geh näher ran. Ich will wissen, womit ich es zu tun habe. Mit Vergnügen. Du hattest bereits genug. Hallo, hallo. Man braucht keine Augen, um zu sehen. Darum sind wir alle blind. Sobald wir blind sind, können wir die Finsternis sehen. Na dann. Ist das nicht genug für dich? Ja. Ah. Ihr seid ja komische Leute hier. Ihr braucht keine Augen, um zu sehen? Ja, hast du mich gesehen? No. So, so. Ihr braucht keine Augen, um zu sehen. Aber ich kann jetzt hier zum Beispiel hochklettern. Und das sehe ich sehr gut. Das macht schon Spaß hier oben, Kleiner. So. Wollen wir noch mal schauen, ob wir irgendwie das Licht ausschalten können, wo wir am besten hinkommen. Wo führen uns die Kabel hin? In einen weiteren Luftschacht. Ich glaube deshalb... Da, der Sicherungskasten an der Wand. Tü-tü-tü.
Ich höre deinen Schrei. Oh. Du steckst hier. Ah, schon besser. Den Kleinen hat's vernichtet, aber ich bin wieder voll im Spiel. So, Sesam, öffne dich. Oh, da bist du ja wieder. Na los, suchen wir die Männer, die es auf mich abgesehen haben. Dann schauen wir uns mal um. Wer zur Hölle seid ihr, Typen? Jenny. Keinen Schritt weiter. Ha! Munition. Eine abgesägte Schrotflinte oder eine UMP? Natürlich wählen wir die abgesägte Schrotflinte. Den Schutzschild nehmen wir auch mit. Wer weiß, wofür der noch sinnvoll sein wird. Hallo, der Träger. Was? Wie viel haltet ihr aus? Gibt's ja nicht. Habt das jetzt bald. Hier, fang mal schwarzes Loch. Oh. Noch so einer. Hier ist noch ein schwarzes Loch. Sehr schön. Es hat sich ja wirklich gelohnt, das zu holen. So, so ein blöder Energiekasten hier. UMP. Schutzschild nehmen wir mit. Ach, das brauchen wir gar nicht. Wir machen lieber das Ding hier auf. Na komm, los! So. Licht aus. Und das Licht auch. Hallo, hallo. Dieser trägt nicht nur die Finsternis, jetzt erschießt dir auch deinen verdammten Hut. Hey, ich dachte, du bist blind. Also. Dann packen wir eben die harten Bandagen aus. So. Jetzt ist gleich unsere schöne Waffe leer. Gib mir dein Herz. Oh, jetzt habe ich meinen kleinen Freund erledigt. Cobra. Na. Die verzieht ja mächtig. Ja, ich will nicht ins Licht. Oh, danke schön. Gibt's das? Wie haltet ihr denn aus? So, der wäre erledigt. Er mit der Cobra. Na. Na also. Der wäre auch erledigt. Und du kommst auch dran. Keine Angst. So. Oh, wieder einer der. Na, kommt mal her. Also jetzt wird es langsam wieder voll hier. So, Kleiner. Geh ran. Schnapp dir den einen oder anderen. Ich muss jetzt mal hier weg. Ein Herz. Oh, ein schwarzes Loch. Fang. Oh. So läuft das hier. Was? Da lebt noch einer? Was zum... Oh, jetzt wird's echt knapp. Jetzt brauche ich dringend neue Lebenspunkte. So, der wäre erledigt. Oh, keine Munition mehr. Gib mir dein Herz. Oh, das war knapp.
So, jetzt aber, was machst du? Der schwebt in der Luft. So. Tja. Der hat nicht nur die Zeit angehalten, der bleibt auch in der Luft gleich hängen. So. Dich nehmen wir auch noch mit. Oh. Du blödes Viech. Jetzt hat das leider nicht gepasst. Mit dem Ding, was ich auf ihn geworfen habe. So, ein schwarzes Loch nehmen wir mit. Und hier. Kann ich da irgendwie... Schauen wir mal. Ich habe euch was mitgebracht. Ihr sitzt in der Falle. Oh. Scheiße. Das Licht Gottes. Das ist ein Ende. Mein Ende. Dich vom Licht. Das Licht Gottes scheint auf ihn. Ihr sitzt in der Falle. Oh, ist das verdammt. Den Gral bereit machen. Das war's auch schon wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr es liked, es favorisiert, es kommentiert oder einfach beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal, euer Marv.